Keiner kann sich mehr durch unsere Stadt bewegen. Ich entdecke inzwischen sogar mein Herz für diejenigen, die das Auto benutzen müssen. Wie absurd, einen neuen Cityring zu bauen, bei dem man wegen Stuttgart 21 auf eine stauerzeugende Betonmauer zufährt. Keiner kann sich mehr durch unsere Stadt bewegen. Die S-Bahn-Pendler aus den Vororten und dem Umland leiden unter dem durch S21 dauerhaft zementierten S-Bahn-Chaos. Und zum Jahresende sollen sie dafür als Prämie eine fette Fahrpreiserhöhung aufgebrummt bekommen. Keiner kann sich mehr durch unsere Stadt bewegen. Bereits heute sieht man japanische und andere Touristen von der Staatsgalerie kommend ihre Trolleys durch den dichten Autoverkehr auf der Schillerstraße entlang zum Bahnhof schleppen. Keiner kann sich mehr durch unsere Stadt bewegen. Für Radfahrer ein Horror, egal ob von Häslach nach Stuttgart Nord oder von den Mineralbädern zur Wilhelma. Und als nächstes soll die funktionierende Stadtbahn abgewürgt werden. Wir wissen sehr wohl, was Baufortschritt bedeutet. Und wo ist unser Feinstaub-OB Fritz Kuhn? Hat er sich bereits im ersten Jahr seines Mandats in eine nicht genehmigte Altersteilzeit verabschiedet? Nein, er scheint sich in die Riege der Ausnahmegenehmiger einzureihen. Nach Ausnahmegenehmigung für dünnere Tunnelwände, Ausnahmegenehmigung für Mischverkehr von S-Bahn und Fernverkehr auf den Schildern durch den früheren Verkehrsminister Ramsauer und das Eisenbahnbundesamt arbeitet Fritz Kuhn vielleicht im stillen Kämmerlein an seiner Ausnahmegenehmigung. Tausende Lkw-Fahrten können nur mit seinem Abnicken unsere öffentlichen Straßen benutzen. Herr Kuhn, das hat nichts mit kritischer Begleitung zu tun. Sie schädigen durch Ihr Wegducken und Mittun alle Bürger dieser Stadt. Erhöhen wohl wissend die tödliche Feinstaubbelastung. Sollten Sie und Ihr Ordnungsbürgermeister eine Ausnahmegenehmigung für die Lkw erteilen, sind Ihre Sonntagsreden zur Reduzierung der Feinstaubbelastung nur noch zynisch. Ihnen der rebellische Remstäler Jürgen Horan mit seiner Gruppe zum Aufstand der Bauern gegen die Obrigkeit vor 500 Jahren. Der arme Konrad und die abgeschlagenen Köpfe.